Die Themen vom 10 vor 10 haben wir schon gehört, aber der Platz am 10 vor 10 Pult ist dennoch besetzt. Gewissermaßen in eigener Sache, Florian. Tatsächlich, vielen Dank. Also in Sachen Katja Stauber, die heute nach fast 28 Jahren ihre letzte Tagesschau-Ausgabe moderiert hat. Als sie ihre erste Tagesschau im November 1992 moderierte, war Bill Clinton eben erst zum 42. Präsidenten der USA gewählt worden. Die Schweiz steckte im erbitterten Abstimmungskampf um den EWR, die Wiener Hofburg stand in Flammen und im Kino lief Sister Act. Seither hat Katja Stauber 2700 Ausgaben der Tagesschau moderiert. Gut und gerne 1000 Stunden haben Sie vor dem Fernseher mit ihr im Fernseher verbracht. Wir haben diese rund 42 Tage Nonstop-Tagesschau etwas runtergekürzt. Meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Kommt mir richtig Frühlingsgelüste über. Rotznase. Wir aber dürfen sie Pippi nennen. Oh. Entschuldigung. Ah. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen, vielleicht auch romantischen Abend. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Jetzt tritt sie hinter die Kamera und bleibt als Produzentin ihrer Tagesschau treu. Und das freut jeden, der jemals mit ihr zusammengearbeitet hat. Würden wir nicht in Zeiten von Abstandsregeln und Vereinzelung leben, würden jetzt all diese Menschen mit Blumen hier ins Tagesschau-Studio strömen. Es würde eng werden mit all den Kolleginnen und Kollegen, die ihr zu einer beispiellosen Moderationskarriere gratulieren möchten. Aber es ist, wie es ist. Und das ist genau das, was Katja Stauber immer gemacht hat. Sagen, wie es ist. Fast 28 Jahre lang. Danke dafür, Katja. Ja, vielen Dank, Florian. Und bevor ich jetzt noch sentimental werde, und das werde ich bestimmt, und bin es eigentlich schon, mache ich es kurz. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Ihre Treue, für Interesse, für Lob und auch angesagte Kritik. Es war mir eine Freude. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Einen schönen Abend noch. Und auf Wiedersehen.